heute möchte ich euch noch ein bisschen über meinen Hula Hoop erzählen. Und zwar habe ich hier den Power Hoop Deluxe. Alle Gewichte habe ich drin. Das heißt, der Power Hoop Deluxe hat dann ein Gewicht von 2,2 Kilo. Ohne die Gewichte hat er ein Gewicht von 1,6 Kilo. Dann die nächste Frage war, wie ich es geschafft habe, den Reifen oben zu behalten. Nun, das ist einzig und allein Übungssache. Ich habe mich am Anfang natürlich auch mehr gebückt, als dass ich hullern konnte. Und mittlerweile kann ich auch in meine, in Anführungszeichen, schlechte Seite hullern. Das ist rechts rum. Links rum war überhaupt kein Problem mehr. Rechts rum, ja gut, da kann ich jetzt mit dem Workout oder so noch nicht so große Sprünge machen. Da ja, geht es ein bisschen langsamer. Da fällt mir der Reifen jetzt auch noch ab und an runter. Aber es macht immer noch Spaß. Und ich merke, dass sich bei mir einiges bessert. Und nun versuche ich mit dem Bellycon. Oh! Es geht mit hier oben hin! Ja, leider habe ich dabei ein bisschen gequietscht, weil der Reifen mir wirklich bis an die Rippen hochgerutscht ist. Aber es war ganz witzig. Ja, wenn ich das jetzt sehe, das vorige Video und nun, ich meine, an der Taille hat sich doch etwas getan. 3 Kilo habe ich mittlerweile verloren, weil viele gefragt haben, ob ich auch an Gewicht abgenommen habe. Ich habe mich extra mal auf die Waage gestellt, also 3 Kilo sind auch weg. Und ja, ich versuche es jetzt auch immer ein bisschen härter, wie ihr hier sehen könnt, den Bauch anspannen und dann ganz hart hullern, zwischendurch auch mal boxen. Und ja, das einzige Problem, was ich wirklich noch habe, das sind meine Oberarme. Und dafür versuche ich mir jetzt demnächst mal die kleinen Reifen für die Arme zu bestellen. Leider sind die auch sehr oft ausverkauft, aber ich habe auf Instagram einen kleinen Shop gesehen, den eine Influencerin eröffnet hat. Und vielleicht bekomme ich da ja meine Reifen für die Arme. Denn ich finde, an der Taille hat sich wirklich einiges getan. Ja, die Arme, das ist wirklich so mein kleines Stiefkind am Körper. Und es macht wirklich, wirklich richtig Spaß. Also ich kann jedem empfehlen, mit dem Hullern anzufangen. Aber bitte immer bedenken, langsam anfangen. Ich würde mit 2-3 Minuten am Anfang starten, dann leicht erhöhen auf 5 Minuten und dann immer weiter erhöhen. Wenn du Hämatome haben solltest, bekommen solltest, mach auf jeden Fall eine Pause, denn es bringt nichts, wenn du mit Hämatomen weiterhullerst. Ein bisschen Unsinn machen tue ich natürlich auch. Ja, und ich höre immer ein bisschen peppige Musik dabei. Und ja, das bin ich. Und habe meinen Spaß beim Hullern. Ja, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Es macht Spaß. Ich huller mittlerweile jeden Abend ca. 45 bis 60 Minuten. Manchmal hole ich auch 2 Mal am Tag, dann mache ich zwischendurch nochmal, je nachdem wie ich Zeit habe, 20 Minuten. Und abends ist das wirklich so mein Abendprogramm, mein Abendsport. Dazu noch ein bisschen Yoga, ganz viel spazieren gehen, die Ernährung ein bisschen umstellen und schon fühlt man sich ein bisschen wohler und kann genauso albern sein wie ich. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.